Servus an Hallo, meine lieben Call of Duty-Freunde. Shoothouse ist zurück. Und ich dachte mir, ich packe mir gleich die M13 ein. Denn wenn wir uns die M13 anschauen, ist sie momentan halt die neueste Waffe, die wir so nicht easy bekommen können. Deswegen dachte ich, ich spreche mal ganz kurz über Shoothouse und wie wir die M13 freischalten. Sprechen wir mal über die M13. Und zwar die M13 kriegt ihr nur, wenn ihr den Modus DMZ spielt und da eine gewisse Mission erfüllt. Und zwar müsst ihr den Chemist töten. Ich erkläre euch jetzt ganz kurz, wie das funktioniert und was die besten Methoden sind, um die Waffe relativ easy zu bekommen, denn das ist eigentlich gar nicht so schwer. Es gibt zwei Methoden, die man einfach nutzen kann, und zwar Methode Nummer 1 ist, ihr geht solo rein und guckt, was ihr für Optionen habt. Also könnt gleich am Anfang gleich mal gucken auf die Karte, wie weit denn dieses Nuke-Symbol oder ich glaube dieses Verstrahl-Symbol oder wie das auch genau ausschaut, weg ist von euch. Besorgt euch auf jeden Fall ein Fahrzeug und versucht diesen Typen im gelben Hazard-Anzug zu überfahren, denn das ist der Chemist. Und zwar, wenn ihr den überfahrt, könnt ihr seine Waffe aufheben und habt damit automatisch das Blueprint für die M13 unlocked. Das heißt, ihr müsst danach einfach mit dem Auto weiterfahren, geht zum nächsten Heli-Abholungspunkt, lasst euch extracten, keine Ahnung, und dann seid ihr auch fertig. Jetzt gibt es die Methode Nummer 2, das macht man im Team. Dann ist es so, dass es halt nur einer aus dem Team bekommt. Wenn ihr das gemacht habt, gibt es aber den Trick, dass wenn einer aus dem Team dann das Ding freigeschalten hat, kann man wieder in ein DMZ-Match gehen. Ein Teammate droppt die Waffe auf den Boden und einer von euren Kumpels hebt die Waffe auf und dann geht er mit dem Heli wieder raus und dann hat man automatisch auch gleich die M13. Also das heißt, es reicht, wenn sie einer das eine Mal unlockt sozusagen und danach auf den Boden wirft und dann könnt ihr sie aufheben und sie sozusagen teilen. Wichtig ist natürlich, dass ihr mit dem Heli abhaut, sonst funktioniert das Ganze nicht. Vielleicht noch ein Tipp für alle da draußen, die auf dem Camo-Grind unterwegs sind. Die M13 zählt übrigens in den Camo-Grind mit rein. Das heißt, wenn ihr sagt, ich habe keinen Bock auf Messer oder keinen Bock auf Launcher zum Leveln auf Gold, könnt ihr einfach die M13 stattdessen leveln oder eine der neuen Waffen. Das funktioniert. Das heißt, ihr müsst nur, in Anführungszeichen nur, diese, ich glaube es sind 51 Waffen auf Gold bringen, um das freizuschalten. Das heißt, das ist im Endeffekt der Weg, den ihr gehen müsst. Egal ist dabei, welche Waffen ihr levelt. Das habe ich jetzt auf Reddit gelesen, ist auch bestätigt, dass das funktioniert. Heißt, ihr müsst euch nicht den Pain in the Ass geben mit den Launchern, außer ihr sagt, gut, ich habe da Bock drauf. Genau, also so viel zur M13 und wie man sie freischaltet. Jetzt möchte ich ganz kurz über die M13 an sich sprechen, ist eine AR, die ganze Variante gibt es auch noch als BAP-M oder so, das ist dann die SMG-Variante davon, die habe ich selber jetzt noch nicht testen können, die wird sicherlich aber auch ganz gut performen. Es ist ja häufig so, dass diese Waffen, die dann eben kommen, eigentlich so eine, naja, Alternative zu einer M4 zum Beispiel sein werden. Sehe ich ähnlich. Ich habe persönlich aber noch keine perfekte Klasse für die M13, weil ich natürlich noch nicht alle Attachments habe. Ich glaube, man sieht es ja auch in dem Video, ich bin noch nicht die höchste Waffenklasse für die Waffe an sich. Deswegen kann ich euch noch keine Klassenempfehlung raushauen. Ich hatte jetzt in der Runde immer mal wieder Probleme mit der ADS-Zeit und das ist halt immer so ein ganz, ganz großes Problem. Also die ZV-Geschwindigkeit heißt es im Deutschen. Die nervt schon extrem. Man hat irgendwie so das Gefühl, jedes Ding, das man auf die Waffe packt, macht die Waffe langsamer. Und vor allem mit dem Spielstil, den ich an den Tag lege, das heißt, wenn man so um Kurven springt oder so, wie jetzt hier zum Beispiel, ist man sehr, sehr langsam im ADS, also in der ZV. Das ist natürlich noch eine Geschichte, jo, würde ich persönlich ein bisschen optimieren wollen. Das heißt, da gucken wir einfach mal, was die perfekte Klasse dann sein wird für die M13. Ich bin schon sehr gespannt, denn ja, so viel habe ich nicht mehr, dann werde ich die BAP-M leveln. Ich werde sie auf jeden Fall auf Gold spielen, weil dafür hat sie mir schon getaugt. Aber ja, das, ja, ihr seht es ja gerade wieder, das ist halt Shoothouse, ne? Das ist auch das, was ich so als nächstes als Thema habe. Ja, Shoothouse ist zurück, ihr seht es hier. Eine sehr, sehr beliebte Karte aus MW 2019.
Da ist sie im Rahmen eines, ich glaube auch Updates gekommen, der Season, und war bis heute mit einer der beliebtesten Karten und ist sie auch weiterhin zusammen mit Shipment, würde ich mal behaupten. Also Shoothouse deswegen so gefeiert, weil es halt einfach diese Tree Lanes hat, in der Mitte die Sniper, links und rechts die verschiedenen Durchgänge, nicht ganz so viel horizontale, also horizontal ist vielleicht falsch gesagt, so nach höhere Ebenen hat, das wollte ich eigentlich eher sagen, also Stockwerke gibt es da eher weniger auf Shoothouse. Ja, das Polishing, das die Karte jetzt hier genossen hat, ist auf jeden Fall gut. Das muss man natürlich sagen, die Grafik schaut schon sehr, sehr nice aus. Die Animationen der Charaktere in MW2 ist toll. Also das auf jeden Fall dicker Daumen nach oben. Was halt gar nicht geht, ist der Launch der Karte. Also es gibt teilweise unsichtbare Wände, durch die man nicht schießen kann, an denen man hängen bleibt. Und das sind halt so Geschichten. Ich habe immer so das Gefühl, die testen ihr eigenes Spiel nicht. Ja, vor allem, es wäre doch so einfach. Gebt doch einfach einer Auswahl an Personen einfach die Karte zur Verfügung, verlost es von mir aus auf Xbox oder PlayStation oder PC, einfach irgendwelche Codes oder ladet die Leute in so eine Art Beta-Programm ein, dann können die Leute Feedback hinterlassen. Das ist doch so simpel. Und ich glaube ganz ehrlich, Leute wie ich, die würden, also ich würde es so feiern, wenn die das sowas machen. Das ist halt, das bringt die Community so viel näher an das Ganze ran. Macht ein Beta-Programm, wo man einfach die Karten testen kann, die neuen Waffen testen kann, dann können wir Feedback dalassen, bevor das Ding halt live geht. Macht eine eigene Playlist für die Leute, dann werden die zusammengematcht, ohne dass es irgendwie in Progress mit eingeht. Also das muss doch alles technisch möglich sein. Kann ich doch, wenn ich eine App entwickle oder eine Website entwickle, kann ich doch auch einfach einen zweiten Server hochziehen. Ach, ich weiß nicht. Also wenn ich mir den Warzone Launch anschaue, also ganz peinlich, ganz, ganz peinlich, wie wieder das gelaufen ist. Es hieß irgendwie 18 Uhr wird das Ding live geschalten, um 15 Uhr ging es live, dann teilweise war es für einige verfügbar, für einige wieder nicht. Dann bis jetzt gerade geht die Freundesliste nicht richtig, die muss man über einen Workaround nutzen. Also das ist halt was, wo ich sag, mach, geht halt gar nicht. Aber ja, das ist man, wenn man Call of Duty Fan ist, man ist es leider schon gewohnt, dass teilweise diese Launches einfach nicht so gut laufen. Aber dass es halt wieder so Early Access Gefühle bringt, ja, tut mir leid, das macht halt dann keinen Spaß. Shoothouse an sich, eine geile Karte, spiele ich mega gern. Vor allem, dass sie jetzt die Playlist gebracht haben, Shoothouse Only. Es wird, kann ich euch jetzt prophezeien, dauert bestimmt nicht lange, dann nehmen sie es wieder raus, weil sie irgendwas anderes bewerben wollen. Und man sieht ja, wenn man Call of Duty startet, wo die Prio liegt. Die Prio liegt ganz klar auf Warzone und DMZ. Weil wenn ihr startet, das erste, was angezeigt wird, der DMZ-Modus und Warzone 2. Multiplayer ist eigentlich, also wirklich eigentlich damit gestorben. Das muss man sich halt einfach mal geben, dass das Spiel im Oktober rausgekommen. Ich glaube, es ist Ende Oktober rausgekommen. Und jetzt haben wir November, also fast Ende November. Das Spiel hat eigentlich, der Multiplayer ist jetzt tot, in Anführungszeichen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fokus einfach nicht mehr darauf gelegt wird. Ich weiß es nicht, weil sowas wie 6 gegen 6, habe ich so das Gefühl, interessiert einfach die Entwickler nicht mehr. Und wenn ich mir auch das Feedback der Community anhöre, wird da halt auch nicht so drauf geachtet. Ich muss mal eins klarstellen an der Stelle. Viele Leute sagen immer Activision, 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 dass die Probleme machen. Aber es ist ja nicht Activision an sich, sondern es ist ja auch der Entwickler. Also man darf nicht vergessen, Activision ist der Publisher. Die wollen natürlich Geld haben, ist natürlich klar. Aber die sind nicht diejenigen, die jetzt gesagt haben, das muss so und so sein und das muss so und so sein. Und die sind nicht verantwortlich für Designentscheidungen. Ich denke, das wird immer in Kooperation mit dem Entwicklungsstudio getan. Weil der Publisher an sich, ja, I don't know, der wird nicht so viel Einfluss drauf haben, aber sind nur Vermutungen. Also nicht nur bitte auf Activision rumhacken, sondern auch auf den Entwicklungsstudios. Denn die könnten ja auch Dinge machen, die sie selber für gut empfinden. Und die haben auch eigene Designentscheidungen bereits in solche Spiele gebracht und werden entsprechend auch wieder neue Entscheidungen bringen. Guckt man sich rein die Zahlen an von Modern Warfare 2, ist es ein extrem erfolgreicher Start, was dann natürlich wieder dafür spricht, dass Feedback von euch, die Hardcore-Gamer, würde ich jetzt mal sagen, oder die Leute, die wirklich krass spielen,
interessiert niemanden. Es interessiert niemanden wegen eurem Skill-Based Matchmaking-Rumgeheule oder unserem Skill-Based Matchmaking-Rumgeheule, muss ich ja schon sagen. Es interessiert niemanden, weil die verdienen viel zu viel Geld damit. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti Chosen. Yeah. Coming in. Flex. I just wanna win. LA BB, who we running with? 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.